Dieses Video zeigt die Darsteller privat. Möchten Sie die Illusion der Rollen für Ihr Kind aufrechterhalten, schauen Sie es bitte alleine weiter. Herzlich willkommen zum allerletzten Vlog dieser Schneekönigin-Tour. Es geht vorbei. Jojo ist natürlich dabei, Elena ist wieder dabei, Martina ist wieder dabei und die Babette ist wieder dabei. Und wir sind hier in Torgau. Und natürlich sind auch Toni und Fabi wieder dabei. Die sind so blau. So, kurz vor Einlass gehen wir nochmal auf den Torgauer Dom. So. Das ist auch schon alles jetzt. Was redest du von Dom? Ja, ja, ich will einfach nur was essen eigentlich. Und gleich geht's los, wir müssen gleich. Hey, Entschuldigung. Ich glaube, ich gehe heute noch so. Glaubt ihr das nicht? Guter Witz, ne? Das ist eigentlich Jojo-Spruch. Sie geht immer halb bekleidet und sagt, ich glaube, ich gehe heute so. Also Jojo. Übrigens bin ich Antonia, nicht Jojo. Das ist übrigens Antonias Spruch. Ich bin übrigens mein Spruch. Übrigens mein Spruch. Fabi, ich habe diesen Spruch noch nie gesagt. Und ich kenne diesen eigentlich, Spruch überhaupt nicht. Eigentlich habe ich diese Vlogs geskriptet. Das ist alles geskriptet. Kann ich auch mal ein bisschen Text haben? Ganz ehrlich, der Witz hat mittlerweile mein Sohn im Bart. Ja, auch mal ein bisschen Text. Der Witz hat Sohn im Bart. Dann geht es hier endlich mal um mich. Also, ja, nicht so lang. Ich bin noch nicht geschminkt. Das ist mein Spruch. Nein, sage ich das immer, aber ich habe es nicht mehr gesagt, weil Nietzsche es mir geklaut hat. Jetzt, Fabi, geh mit dem Rasierer weg. Jetzt hat mir dieser elende Wicht da versucht, den Spruch zu klauen. Ja. Jojo, gehst du heute mal so? Ich gehe heute mal so. Das kommt aber nicht in den Kopf. Bitterfeld-Wolfen heute. Ja, heute können wir Ballett hinter der Bühne machen. Babette arbeitet lieber? Ja! Oh, Fabia, oh. Na, sein Arm ist wohl auch wieder gut. Apropos Arm, wie geht's eigentlich Andreas Arm? Statusbericht? Wir müssen gerade hochkonzentriert arbeiten. Achso, okay. Sie müssen gerade mit hochkonzentrierten Lösungen hochkonzentriert arbeiten. Sieht ja ganz gut aus, okay. Ganz schön wie. Hier kommt übrigens auch nicht jeder rein. Mach was! Ja. Ah! Oder so. So, Love is a Battlefield heißt hier. Love is a Bitterfeld. Oh, guck mal, dass ich mich schon wohlfühle fürs nächste Stück hier. Ich habe die Mutter von Emma gefunden. Und hier sind wieder ganz viele Plakate und so. Und guck mal, hier ist Mareike. Kennt ihr noch Mareike? Aus den ganz oder gar nicht Vlogs könnt ihr da oben noch mal sehen. Und jetzt sagen wir euch mal die Wahrheit. Wenn die Kameras angehen, sind ja immer alle so gut drauf und so, ne? Aber jetzt seht ihr mal die Wahrheit. Babette kennt ihr ja auch immer so als mega gut drauf und so, ne? Und auch Jojo hier. Aber seht selbst. Ich muss jetzt unbedingt mal zeigen, was wir für einen Platz hinter der Bühne haben. Noch auf der Bühne eigentlich. Das ist unsere Bühne, auf der wir spielen. Und das hier, das ist der Bereich, der auch noch auf der Bühne ist. Aber doch irgendwie dahinter. So, das heißt, das ist alles noch auf der Bühne und hier ist hinter der Bühne. Um das mal besser zu verdeutlichen. Also, der Raum hinter der Bühne, das ist vorne. Elena, jetzt rennen wir nach hinten. Vorne. Und jetzt ist sie ganz hinten. Und jetzt... Ich bin wieder vorne. Oh Jojo, wie sieht's denn bei dir auch immer aus? Ne? Guck mal deinen Platz an, ey. Ja, guck mal meinen an. So aufgeräumt. Nicht so wahr? Schön. Und da sind wir wieder im Admiralspalast in Berlin. Wieder Doppelshow heute. Grüßen doch Schieber. Fabi. Was denn? Der lässt mal wieder einfach seine Kamera auf der Bühne liegen, ne? Also, furchtbar. Ich meine furchtbar. Und ich muss ihn dann hinterher tragen. Schon wieder. Das ist schon mal passiert. Das ist das Alter. Deswegen vergisst er so viel. Mit 25 ist man einfach nicht mehr so auf dem Stand. Ja. So, was machst du? Ich schneide das hier. Du schneidest das hier. Okay. Ich gucke mir Selfies an, die ich heute Morgen im Hotelzimmer gemacht habe. Und, nackt,
angezogen. Ist das nicht schön? Oh, ja. Das war übrigens unser Hotelzimmer. Das ist nicht schön. Da hingen überall prunkvolle Spiegel und rote Gardinen. Das sah aus wie ein einziges Bordell. Ja. Ja. Hat mir erklärt, dass die Spiegel nicht aus echtem Gold sind. Da war ich sehr enttäuscht. Echt? Ja. Oh nein. Weil ich hatte schon überlegt, wie ich den in meine Sporttasche kriege, damit ich ihn dann verticken. Habe ich mir gesagt. Die Jacke fällt gleich runter. Oh! Nimmt das jetzt eigentlich auf? Hier steht auf ein... Ja, da. Der was könnte das heißen, Manu? Auf ein, ich kann Zoom. Auf, also, auf. Oh, Gnieche, so sehe ich deine Falten besonders gut. Was? Behindert. Belinda! Wie so Fische aus dem, keine Ahnung, Fischglas. Soll ich jetzt ein Schminktutorial machen? Kommt auf YouTube auch immer gut an. Ich habe also die Farbe hier benutzt und die. Und in der Crease, oder wie man das nennt, habe ich hellere Farbe verwendet. Dafür verwende ich diesen Apfel. Das ist ein grüner Apfel. Er ist ziemlich säuerlich im Vergleich zu anderen Äpfeln. Wenn man zum Beispiel einen roten Apfel im Vergleich hat. So, heute sind wir im Fontanehaus, auch in Berlin. Allerdings gar nicht mit Schneekönigin. Die anderen sind nach Hause gefahren und ich bin hier gleich mal geblieben, um mit meiner neuen Truppe quasi, mit Jim Knopf, mal einen Tag zu verbringen schon mal, wenn ich schon mal in Berlin bin. Das ist meine Emma, aber das ist eine andere Geschichte. Dann mal weiter mit der Schneekönigin. Hey, du siehst ja aus wie ein Borg. Nee, Terminator. Ach so, ja, oder ein Borg. Du darfst Terminator abgeben. Na geil. Oh, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Elena wartet schon lange hier. Okay, wir müssen ein Zaunstück ganz dringend machen. Jojo hat Kuchen gemacht, weil sie Geburtstag hatte. Ich probiere ihn jetzt gleich mal. Hast du nicht probiert? Nee. Heute ist die vorletzte Schneekönigin-Show. Wir haben festgestellt, dass Fabi sich neue Unterwäsche kaufen sollte. Fabi, du solltest welche kaufen, so welche wie ich zum Keine Sorge, wer den 8. Vlog gesehen hat, weiß natürlich, dass ich nicht nackt war. Heute spielen wir in Taubersbischofheim. Ich weiß gar nicht, warum heißt es eigentlich Taubersbischof? Hat das mal ein Tauberbischof gegründet? Babette ist nicht ausgelastet. Ich glaube, Babette braucht unbedingt mal einen Fight Club. Das ist ein Box. Was? Genau. Was? Was? Da, da. Bitte? Das ist voll gut, weil der ist nicht zu fest, aber auch nicht zu weich. Dave, der wisst ihr, was zurück. Dave gerade gesagt hat? Ich sage so, Dave wünscht sich wohl, wir wären nicht früher heute hergekommen. Und da sagt Dave, ich wünschte, ihr wärt nicht mal eingestellt. Oh. Dave! Und Jojo macht das nur, um diese Mandarine von links nach rechts zu befördern. Heute feiern wir die 100. Show von Toni und Andreas. Guck mal, was wir vorbereitet haben, beziehungsweise Laura. Guck mal, damit ihr auch mal seht, wie es so außen ist. Das ist, das ist Laura, also so ist Laura. Das ist übrigens Laura hier von Belladonna. Und hier werden CDs verkauft und da sitzen wir dann und geben Autogramme und so. Wo ist Tape? Fabi. Wo ist, ich muss erst Mittagessen jetzt. Elena? Fabi hat das, okay. Krieg ich Tape? Wie sie auf einmal alle Fabi anhimmeln hier. Er möge das Tape rationieren. Sonderlich zu bieten hat. Gib mir bitte das Tape. Die Bitches bitte, mögen bitte. Schweigen. Nein, ich will das Tape. Das ist besser. Hallo? Das ist besser. Ich will nur das Tape. Ja, du kriegst gleich Tape. So, wir sind jetzt nochmal losgezogen, um uns ein bisschen so die Altstadt anzusehen. Und der geilste Spruch ever. Wir sind hier übrigens im Tauberzentrum. Aber guck mal, was daneben steht. Zu geil. Oh ja, ist aber schön. Ah, und hier ist ein Tauber. Ist ganz hübsch hier so. Für mich als Einbäcker jetzt, boah, schon sehr ähnlich wie Einbeck. Nee, Einbeck finde ich noch ein bisschen hübscher. Wie geht's dir? Ja. Geht's dir gut? Ich bin da. Auf jeden Fall, doch. Ja. Johanna, du siehst doch, dass sie nicht mit dir reden will. Ja. Jojo, ich weiß nicht, du kommst ein bisschen zwischen uns. Ja, das hast du. Meinst du das? Wir reden wirklich über. Also, wie wichtig ist das? Ah, 11.55 Uhr. Ah, du musst auch gehen. Ich muss los. Ja, genau. Tschüss. 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 Ich gesell mich zu Ihnen. Ja, ich schon am Boden. Darf ich mal kurz bitte mit der Dame alleine sein? Ja, okay. Ich wusste es! Was ist das? Ihre Hand war kalt. Ich wusste es.
Das hat gar nichts zu bedeuten. Guck mal, die ist doch. Die ist so wie versteinert. Dein Körper ist viel weicher. Oh, war auch wieder nicht richtig. Ne? Wir sind in Hanau, unser letzter Spielort. Dann ist Schneekönigin erstmal vorbei. Und die Pfeile weisen uns den Weg zu unserer letzten Bühne. Oh, okay, anscheinend hier. Ach, Babette, ich werde dich vermissen. Oh. Dies hier wird unsere letzte Bühne sein. Oh, sieht auch gut aus für die letzte. Oh ja. Hallo. Der letzte Saal. Late Muchacho! Late Muchacho! So witzig. Ich habe gemerkt, immer wenn man Late Muchacho sagt, hat sie den Zwang, es nachzureden. Sie hat nämlich gesagt, Latte Macchiato heißt eigentlich Late Muchacho. Hau drauf! Das war's! Achso. Late Muchacho. Ich kann auch die Schnee. Nein! Sag das jetzt nicht! Innerlich ist. Muchacho! Ich wusste es! Nee, Babette. Setz die Krone ab. Oh Gott. Oh mein Gott. Da ist es erledigt. Es ist vorbei. Jetzt kann ich endlich wieder meiner wahren Berufung nachgehen. Model. Das war die letzte Schneekönigin-Show. Yeah. Wow. Was willst du sagen? Danke, Leute. Danke, 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 danke. Danke, danke, Dave, Andreas. Ich werde euch alle vermissen. Ja, für mich geht es jetzt erstmal weiter mit Jim Knopf. Und ihr könnt die weiteren Vlogs natürlich auch sehen von der Schneekönigin, wenn ihr hier klickt. Bis dann, wir sehen uns dann bei den nächsten Stücken. Bis dann, Rock'n'Roll. Das war toll.